Und meine Damen und Herren, wir suchen die Stutenkönigin 2022. Finale des Varianjahres deutschen Stutenderbys. Dotiert mit knapp 130.000 Euro. Das ist Rekord. Und hier sind die 11 Teilnehmer. Die 1, Luna Scott, Robin Bott. Startnummer 2, Sunset Boulevard mit Michael Nimczyk. Die 3, Reed Hasselhoff und Robin Bakker. Die 4, Precious Thing mit Jürgen Eriksson. Startnummer 6, Rose Hill, Jaap van Rijn. Die 7, Issa Tim Schwarmer. Startnummer 8, Flotte Biene, Cornelius Kluth. Und aus der zweiten Reihe, die 9, All in Love, Dion Tessela. Die 10, Alvine, Dennis Schmangwerk. 11, Nisaya, Thomas Pancho. Die 12, Grima Dream mit Herbert Tuscher. Noch 100 Meter bis zum Start. Und in diesem Moment ist das Finale des Marion-Jaus Deutschen Stutenderbys 2022 ist gestartet und am schnellsten beginnt hier Rose Hill. Rose Hill hat das Kommando übernommen, an der Innenkante folgt dann Lunas. Ein Fehler von Precious Thing. Und damit ist Precious Thing mit Jürgen Sünders aus der Party. Die Pferde jetzt im ersten Bogen. Rose Hill an der Spitze mit 2 Längen vor Luna Scott. Platz 3 dann für Isla und in zweiter Spur verbessert sich bereit Reed Haseler, die klare Favoritin. Der erste Zwischenzeit 1.075 und es geht jetzt auf die Tribünenseite und weiterhin Rose Hill mit der Führung, wird aber jetzt bedrängt durch Reed Hasselhoff an der Innenkante, dann Luna Scott dichter hinter Isla innen. Außen geht All in Love. All in Love verbessert sich in die dritte Position. Dahinter dann wiederum Sunset Boulevard in zweiter Spur an der Innenkante, Alvine vor Green My Dream, Nesaya und Flotte Biene. Die zweite Zwischenzeit war 15.5 und es geht in den Trotto der E-Bogen. Inzwischen hat Reed Hasselhoff das Kommando übernommen und Rose in zweiter Position, ausbegleitet von All in Love. Reed Hasselhoff führt durch den Bogen vor Rose Hill mit All in Love und im Windschatten von All in Love sieht man Sunset Boulevard und dahinter wiederum Green My Dream. An der Innenkante ist Luna Scott dabei. Die nächste Zwischenzeit 20.2. So ist das Feld immer noch ganz dicht beisammen. Reed Hasselhoff an der Spitze mit einer Länge vor All in Love. Die beiden Besitzer und Steigefährten gemeinsam vorne. Jetzt die Attacke von Sunset Boulevard in dritter Spur. Sunset Boulevard auf dem Vormarsch, ist gleich in der zweiten Position zu Reed Hasselhoff. An der Innenkante ist Rose Hill dabei. All in Love scheint nicht mehr folgen zu können. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Reed Hasselhoff mit einer Länge vor Sunset Boulevard. Und Sunset Boulevard rückt immer dichter heran. Sunset Boulevard außen gegen Reed Hasselhoff. Die Zwischenzeit 13.2. Und Reed Hasselhoff außen Sunset Boulevard. Das wäre der dritte Sieg für Michael Nimczyk im Stutenderby. Was geht auf die Zielgerade? Und Sunset Boulevard außen scheint knapp im Vorteil. Ende. Reed Hasselhoff wehrt sich natürlich, zieht jetzt noch mal an, hat jetzt die Nase vorn. Kampf bis zur Linie. Reed Hasselhoff legt noch mal zu. Reed Hasselhoff gewinnt dann doch noch mit Robin Bakker sein dritter Stutenderby-Sieg vor Sunset Boulevard. Rose Hill auf Platz 3 und innen, ich denke, Isla ist sogar noch auf Rang 4 vorgelaufen. Elf, sieben war die letzte Zwischenzeit. Siegerin im Marion Jaus Deutschen Stutenderby 2022, die Startnummer 3, Reed Hasselhoff mit Robin Bakker. Zweiter Platz für die 2, Sunset Boulevard, Michael Nimczyk. Dritte die 6, Rose Hill mit Jaap van Rijn. Vierte die 7, Isla und Tim Schwarmer. Und fünfte die 8, Flotte Biene mit Cornelius Kluth. Und damit die Reihenfolge für die Dreierwette: 3, 2, 6. Und für die Viererwette: 3, 2, 6, 7. Vorläufig. Kinnhaken.
Meine Damen und Herren, der feierliche Moment ist gekommen. Die Stutenderby-Siegerin 2022 ist bereits auf dem Weg zu uns und jetzt in wenigen Augenblicken bei uns auch im Winner Circle angekommen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus, mit dem lautesten Applaus des Tages. Unsere Stutenderby-Siegerin 2022 begrüßen Sie Riet Hasela und Robin Backer. I face the pain, I rise and fall, yet through it all, this much remains. Zu den Klängen von Whitney Houston und One Moment in Time sind sie in wenigen Augenblicken bei uns. Und dieser Augenblick ist jetzt gekommen. Riet Hasela, Robin Backer, Trainer Dion Tesla. Madeleine Winter-Schulze, Schwester von Marion Jaus, gratuliert hier als Erste und beglückwünscht unseren Mr. Derby, Robin Backer. Dion Tesla am Kopf des Pferdes, bereits am Kopf seiner Stute. Herr von Bethmann, Geschäftsführer von Eduard Winter, überreicht einen imposanten Pokal an Karel Geritz, an den glücklichen, an den überglücklichen Gewinner. Und sein Vater Wim Geritz am Kopf des Pferdes, er hält bereits den Pokal in die Höhe. Stolz, Glück, Freude hier in den Gesichtern im Team von Riet Hasela, die in dem Moment den Ehrenkranz verdienterweise umgereicht bekommt und auch dazu die Kuscheleinheit ihres Trainers. Elli Jaus ebenfalls hier bei der Siegerung dabei für den HVT, Maren Höfer und Dr. Anton Grassel aus dem Präsidium. Und unter ihrem Applaus reißen hier alle noch einmal die Pokale in die Höhe. Und ihr Applaus für unsere Stutenderby-Siegerin Riet Hasela. Ich glaube, Momente, die wir hier noch minutenlang genießen könnten, bis auf eine, die genießt das gerade nicht so, das ist Riet Hasela und ich glaube, man tendiert dazu, die Stute hier aus dem Winner Circle zu lassen. Safety first, auch an dieser Stelle. Sie wird wiederkommen, das darf ich versprechen. Und einer, der auch immer wiederkommt zu uns, das ist Robin Backer, der gerade noch von seiner Frau natürlich hier geherzt wird. Wollen wir vielleicht ein erstes Interview führen mit dem Siegfahrer, Robin? Zunächst einmal von Herzen Gratulation. Danke, Christoph. Das war eine tolle Reise hier im Stutenderby 2022, die wir verfolgen durften. Ein am Ende sicherer Sieg, aber ein spannendes Rennen war es trotzdem. Auf der Überseite, ich gestehe, für einen Moment sah es so aus, als wäre sie phlegmatisch, als würde sie es dir nicht so leicht machen. Du warst beim Fahren, du hast die Peitsche nach vorne genommen, du hast sie aufgemuntert und ich war mir nicht ganz sicher, was wird das heute. Aber auf der Zielgeraden hat sie wieder bewiesen, Riet Hasela ist die beste vierjährige Stute, die wir hier gerade haben. Sie ist einfach die stärkste heute gewesen. Ja, ich glaube, das Beste hat gewonnen, aber es muss natürlich immer reichen und ja, der war phlegmatik. Drei Starts hier vor habe ich dem gefahren und ich fand den nervös und den wollte ich etwas ruhiger machen. Aber vielleicht wird er jetzt ein bisschen zu ruhig. Aber ich hatte gesagt, Dion, vielleicht musst du mal nächstes Mal noch einmal fahren und dann kann ich dann wieder. Aber nee, egal. Aber die Bahn war ein bisschen tief geworden durch den Regen und Dion hat auch gesagt, das macht er nicht so gerne. So, ich glaube, da hat sie auch nicht einen Vorteil mit. Aber sie ist stark und Ich konnte nach vorne kommen. Ich hatte erst die Spitpferde fahren lassen und die Pferde, ja, die möchte gerne eine Rücke. So, dann weiß ich, ja, da kann ich nach vorne fahren und
Dann letzte Bogen kam der starkste Gegner von mir, kam neben mir und dann, wir haben beide gut gekämpft, aber im Ziel war das noch, hat es gut gereicht. Hast du dir kurz Sorgen gemacht denn auf der Überseite? Wusstest du nicht, klappt das hier heute? Denn Sunset Boulevard kam wirklich mit viel Schwung auch auf und hat ja gedrückt. Oder wann wusstest du, nein, die hat die zweite Luft, die kommt zurück? Ja, eigentlich nicht Sorgen gemacht, aber gutes Speedpferd hinter meinen Rücken, die haben das letzte Mal gefahren, war sehr, sehr gut. Aber dann habe ich gesehen, dass Micha kam und ich denke, dann lasse ich die mal daneben und dann ja, da kann ich warten bis zum letzten 100, 150 Meter. Das ist ein bisschen phlegmatisch, letzter Bogen bei dem Ausgang. Aber ja, ich habe die Watte noch geschoben, aber ich glaube, das hat sich gemacht vor die... Habe ich vor Dion gemacht. Mit Dion reden wir auch gleich. Du hast mit Avalon Misty das Stutenderby gewonnen. Eigentlich ist das große Derby dein Rennen, aber das Stutenderby, das gewinnst du auch gerne und das bedeutet auch an so einem Wochenende dir eine Menge. Ja, natürlich. Für die Stuten ist es natürlich das Wichtigste, wie die Hengste. Aber ja, das Geld ist weniger, aber ich glaube, ist dasselbe. Die Stuten, die kämpfen auch und die müssen auch hart arbeiten. So, ich glaube, für die Stuten ist es auch schön und für mich auch. Wir denken natürlich auch an Marion Jaus an dieser Stelle. Es gibt auch noch ein Foto zwischen dir und der Familie Jaus. Das können wir vielleicht machen, während ich mich mit dem Trainer unterhalte. Dion Tesla kommt zu mir. Dion, auch von dir natürlich von Herzen Gratulation. Ja, danke, danke, danke. Das ist super. Du bist sehr bewegt, du bist sehr glücklich. Das ist jetzt hier die Erfüllung eines Traumes, den ihr das ganze Jahr gelebt, geträumt habt. Und das ist jetzt der Höhepunkt der Saison für Reed Haseler, die über das ganze Jahr konstant war, die stark war. Und irgendwann hast du gesagt, auch durch das Fahrverbot, Robin ist der Fahrer für das Stutenderby. Und das war die richtige Entscheidung. Das war die ganz richtige Entscheidung. Sieht heute wieder, wie ruhig die bleibt. Ein unglaublich guter Fahrer und ja. Knieten, toen zie je zo'n man, zie je Robin fahren, is super. Ja, Komplimente an den Fahrer, aber meine Damen und Herren, ein dickes Kompliment auch an den Trainer, würde ich sagen, mit einem Applaus. Das ist der Trainer hier, unserer Stutenderby-Siegerin, das ist Dion Tesla, der hier die Stute auf dem Punkt wieder fertig gemacht hat. Dion, du hast das Stutenderby auch schon gewonnen. Wir denken an Gilda Newport beispielsweise in dieser Sekunde. Da hast du das Rennen gewonnen für Marion Jaus, die uns alle natürlich sehr fehlt als Besitzerin, als große Besitzerin. Aber auch dieser Sieg, der bedeutet dir viel, dass Reed Haseler ist eine Stute, die dir viel bedeutet. Ja, en Gilda war auch natürlich eine super Stute von mir. Reed ist auch eine wunderbare Stute und wie die das macht, unglaublich. Bin so stolz darauf. Ja, wir wollen einen Gruß auch natürlich entsenden an die Familie Stassen. Das sind die Züchter von Reed Haseler. Die sind heute nicht hier. Ich bin mir sicher, in Holland schaut man zu. Ja, die schaut 100% zu. Meine Stassen, gratuliere. Super. Ja, Familie Stassen, Familie Haseler kann man eigentlich sagen. Gratulation und ein herzlicher Gruß hier aus Berlin und auch ein herzlicher Applaus, den Sie hoffentlich sehen, hören und fühlen in den Niederlanden. Und jetzt gehe ich auch noch zum Besitzer, zu deinem großen Besitzer, Dion Karel Gerrits, der heute schon einen Höhepunkt erleben durfte als Gewinner, als Fahrer, als Besitzer bei uns hier im Auktionsrennen und dessen Tag hier heute wirklich gekrönt wird. Karel, du hast schon einige Derbys gewonnen, in Verbindung der ganzen Familie, sage ich mal. Das ist jetzt dein Derby-Sieg mit deinem Vater, Wim Gerrits, der bedeutet dir auch eine Menge. Ja, sehr speziell heute, ja. Eigentlich wollte ich für die Hengste gehen, aber ja, wir haben gesehen, Days of Thunder und Houston Lobel sind schwer zu schlagen und ja, wir haben gedacht, ja, probieren wir mal die Stuten, haben mehr Chance, ja. Und ja, ist so gewesen heute. Ja, das war der richtige Weg. Ihr habt ja mit Grand Ready Cash bei den Hengsten ja auch noch ein Pferd, ein heißes Eisen im Feuer. Reed Haseler war wirklich für die Hengste immer vorgesehen. Das war der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Hast du das Rennen nervös verfolgt oder wie sicher wart ihr euch? Ja, nach dem letzten Bogen war ich wirklich nervös, weil der Robin hat wirklich lang gewartet. So, ja, aber ich glaube, war nicht leicht. Wie wird sowas beim Carpe Diem Stable gefeiert, so ein Derby-Sieg? Sollen wir heute Abend sehen. Oder wartet ihr bis zum nächsten Wochenende dann bei euch in der Heimat? Kann auch noch sein. Wunderbar. Also Gratulation auch an dich. Ich möchte natürlich auch noch eine Person erwähnen am Kopf des Pferdes, Anouk, eure Pflegerin. Dion, Robin, wir müssen natürlich noch eine Person an dieser Stelle namentlich erwähnen und auch hervorheben, das ist die Pflegerin von Reed Haseler. Das ist Anouk am Kopf des Pferdes. Denn zu einem erfolgreichen Team, zu einem erfolgreichen Pferd gehört auch immer die Person im Stall, die sich rund um die Uhr um diese Pferde kümmert. Ja, das ist 100%. Das ist mein ganzes Team, hoor. Wie die das macht, allemaal. Alles super. Die machen das alle gut. Meine Frau zu Hause, alles wunderbar. Super. Also ein Gruß und ein dickes Kompliment und ein Dankeschön hier vom Trainer an das Team Tesla, das hier diese Pferde so wunderbar vorbereitet.
Und so langsam, meine Damen und Herren, wollen wir uns dann aufmachen zur Siegerparade, einer der emotionalsten Momente, die wir hier erleben dürfen, wenn die siegreiche Stute im Stuten-Derby sich ihn noch einmal präsentieren darf mit Siegerkranz, mit Siegerdecke, mit Siegerfahrer, mit Siegerpokal und mit Siegerteam. Und bitte, meine höfliche Bitte an Sie alle, sparen Sie nicht mit Applaus und Zuneigung für die Stuten-Derby-Siegerin Riet Hasler, wenn sie Ihnen noch einmal jetzt hier an den Rails erscheint. Ihr Applaus für das beste vierjährige weibliche Pferd, das wir heute sehen konnten. Riet Hasler und Robin Backer. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Thank you all, but it's been no bed of roses.